Da sind wir wieder, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir sind immer noch im finalen Teil des dämonischen Kerns. Mit der Titelmelodie im Hintergrund. Und ja, ich habe es in der letzten Folge schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde, das passt richtig gut gerade rein noch. Nach der dramatischen Szene mit Rolf vorher hat die Musik jetzt noch richtig Dramatik auf. So, hier müssen wir uns erstmal geradeaus kämpfen. Und ja, wir haben ja jetzt die letzten Schuhe gefunden. Die haben noch eine kleine Besonderheit. Sie wenden Angriffe von uns ab, also einen Teil der Angriffe. Dann kommt da so ein kurzes Aufblinken, wo Leggard steht. Das bedeutet, wir nehmen keinen Schaden. Und hauen jetzt den da weg. So. Und hier in der Truhe müssten wir genau die Teufelsmedaille bekommen haben. Das ist übrigens der letzte Gegenstand, der uns in der Liste noch gefehlt hat. Alles andere haben wir. Noch ein Indikator dafür, dass wir uns dem Ende nähern. So, du noch weg. So. Die sind nervig. Weil man sie nicht betäuben kann und weil man... komm. Komm, stirb, so. Haben wir die ersten Brücken aktiviert, die zweiten haben den Schalter da drüben. Die Gegner hier. Okay, die Pflanzen können vom Fuß machen. Die anderen vergiften bloß. So. Ah, genau, die da vergiften. Soll mir aber egal sein, wir haben ja hier mittlerweile ziemlich hohe Giftresistenz. Einer von euch. So, jetzt seid ihr aber tot. So, wir bekommen langsam auch wieder SP. Okay, jetzt sind wir verlangsamt worden. Ist egal. Und die zweite Brücke steht. Sehr gut. Jetzt musst du wieder weg, links hin. Das ist das Gute, die droppen alle wirklich. Wow. Stimmt, die Brücken brechen zusammen. Vergiftet und verflucht. Und jetzt sind wir auch noch konfus. So. Wow, die Kombination ist gemein.
Frosch, der Pflanze und jetzt noch den Magier da oben. Und ich glaube, hier hinten ist noch eine Truhe. So, hier können wir mal wieder ein bisschen den Phönix randalieren. Und noch ein Panakir. Ist immer nützlich. Noch mal 6 Lebenspunkte. Ne, 3. 3 waren es nur. Ah, sind 3 haben oder nicht haben? Okay, die sind ziemlich feuerresistent. Und machen verdammt viel Schaden, merke ich gerade. So. Ah, verflucht ist nicht gut. Ich verflucht mir nämlich nicht mehr Schaden. Aber da war ziemlich eine große Heilpflanze drin und da war noch eine. Und ja, Yurika macht mit dem Schwert ihres Vaters hier saumäßig viel Schaden eigentlich. Nur ein bisschen mal zuschlagen. So, die Pflanzen auch noch weg. Wir hauen jetzt eigentlich einfach mal alles weg, weil wir noch ein Level Up nicht gebrauchen können. Noch die SP können wir natürlich gut gebrauchen. Ja, die Ritter, die geben ziemlich viele Erfahrungspunkte, die Ritter. Und ja, selbst ein Level Up hilft viel. Jetzt müssten wir nämlich auch durch die Ritter deutlich weniger Schaden nehmen. Ja, ganze 10 weniger Schaden. Statt 32 gehen wir nur auf 22. Und das nur dank einem Level Up. Ja, jetzt müsst ihr noch dran glauben. So, einer ist tot, zweiter ist tot und jetzt geht's da oben weiter. Das ist weniger gut. Hier muss ich mal umschalten, weil gegen die Ritter passt doch ein bisschen mehr. Und ich habe nicht mehr ganz so viele Lebenspunkte, dass ich mir mit dem Schwert aufschlagen leisten kann. So.
Genau. Tor offen, Tor geöffnet. Statue, vorletzte Statue, um genau zu sein. So, erstmal speichern. 4 Level gemacht. Accept Divine Blessing. Also erstmal MP verringern. So, und dann Boost Recovery erhöhen. Wie man sehen kann, wir brauchen noch verdammt viele SP, vor allem wenn wir den Movement Speed erhöhen wollen. Nochmal speichern. So. Dann geht's hier hoch. Durch diese Tür. Und da ist Kishgal wieder. Oder Kishgal, oder wie er heißt. Kishgal, ich habe auf dich gewartet. Ja, er blockiert uns den Weg weiter. Und er ist nicht, wie man denken könnte, jetzt der Boss hier im dämonischen Kern. Er ist der letzte Mini-Boss. Lange nicht mehr gesehen. Zuerst hast du deinen Vater wegen mir verloren. Und nun bist du über die Leiche eines weiteren geliebten Menschen gegangen, um hierher zu kommen. Sieht so aus, als ob du ein bisschen härter geworden bist. Oder abgehärtet. Ich habe herausgefunden, dass der einzige wahre Weg seine zur Stärke ist, sich selber in Kampfwahnsinn zu begeben. Traurigkeit und Verwirrung fallen einfach weg, sobald das Blut richtig spritzt. Mit jedem Tod, den du erlebst, ich wette, es ist einfacher für dich weiterzugehen. Es ist einfacher für dich weiterzugehen. Du blinzelst wahrscheinlich nicht mal mehr dabei. Vielleicht bist du jetzt deines Familiennamens würdig und kannst mich, bringst mir die Herausforderung, die ich suche. Nimm meine Verluste nicht auf die leichte Schulter. Deine Ansicht über Stärke und meine sind komplett verschieden. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss meinen eigenen Schwächen ins Auge sehen, bevor ich mein wahres Potenzial erkennen kann. Und nun habe ich verstanden, was er meinte. Er wollte, dass ich sie akzeptiere, um sie zu sehen, was sie wirklich sind. Und wenn ich das kann und trotzdem weitergehen kann, dann und nur dann finde ich wahre Stärke. Also was auch passiert, ich werde nicht vor meinem Leiden davonlaufen. Aha. Interessant, sehr interessant, Tova. Aber fühlst du dasselbe, wenn du das hier gesehen hast? Ja, jetzt ist er... Was ist passiert? Das ist meine Stärke. Es ist die Antwort für die, nach der ich gesucht habe. Ja, Kishgal hat sich in einen Dämon verwandelt. Aber ich denke, bevor wir hier jetzt weiterlesen, mache ich nochmal einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.